In diesem Experiment beobachten wir den sogenannten Leidenfrost-Effekt. Ein Wassertropfen wird auf eine heiße Herdplatte gegeben und man beobachtet, dass dieser Tropfen relativ stabil ist. Er bewegt sich hin und her, verdampft aber nicht sofort. Und das ganze Spiel geht teils über Minuten. Die Erklärung ist, dass durch die starke Hitze von der Herdplatte eine dünne Dampfschicht sich bildet um den Wassertropfen und diese Dampfschicht verhindert, dass die Wärme direkt in den Wassertropfen übertragen wird. Hintergründe und Zusammenhänge in der Vorlesung Einführung in die Wärmelehre.